Dritter Versuch. Willkommen zu einer weiteren Runde Splatoon 2 Online im Modus Herrschaft. Beim ersten Mal habe ich einen wunderschönen KO-Sieg mit meinem Team hingekriegt, aber nicht aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch an mich an dieser Stelle. In der zweiten Runde hatten die Gegner einen Disconnect, dadurch war die Runde easy und nicht sehenswert. Ja, und jetzt hoffe ich, es klappt mal langsam. So, ich habe jetzt seit einem Monat circa, natürlich wäre ich jetzt direkt erledigt, in den Vorrunden immer perfekt die Herrschaft direkt geholt, aber nee. Aufnahmeeffekt, wenn es dann mal klappt, dann läuft es nicht. Egal, scheiß drauf. Die Runde von gerade, dem KO-Sieg, da werde ich euch wahrscheinlich die Ergebnisse gleich irgendwann mal ans Ende pappen. Aber es war echt nichts wirklich sehenswert. Ist in letzter Zeit aber wirklich sehr häufig so, dass... So, hoffentlich bleiben die da ein bisschen länger da vorne. Dass man Disconnector in Runden hat. Oh, scheiße. Der so perfekt darüber gewichen ist. Kann man mal machen. Wobei die Schwarmraketen kommen. Na gut, der hat sich richtig was getraut, das Blaster von denen. Muss man an dieser Stelle mal loben. Das war wirklich kein schlechter Move. Deswegen haben wir natürlich zwei Range-Waffen. Fick dich. Hör. Oh, verdammt nochmal. Und ich habe natürlich auch eine Range-Waffe mit dem Klatscher. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier reden soll. Also ich bin S-Rang hier in Herrschaft. Als ob das kein Kill war. Aber dennoch ist das hier viel zu spannend. Meine Fresse. Ich weiß schon, warum ich sonst im S-Rang keine Aufnahmen mache. Wow, keine Tinte mehr gehabt. Sehr gut. So. Und jetzt muss ich mal kurz ganz ruhig sein, damit ich jetzt nochmal kurz ins Kommentieren reinkomme. Also, wir spielen hier Herrschaft. Ich habe den Platscher. Wir spielen auf irgendeiner Map, dessen Namen ich gerade vergessen habe und als ob wir gerade die Herrschaft echt geholt haben. Scheiße. Scheiße. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr seltsame Aufnahme hier gerade, aber was soll's. Und das war nicht mein Kill? Okay. So, und der T-Tuber von denen kann jetzt auf gar keinen Fall darüber springen. Dafür hat er zu wenig Anlauf. So, und genau den Typen mit den Dopplern. Den kann ich immer gut ins Visier nehmen, weil der trifft mich von der Range her ohnehin nicht. So, Blaster habe ich weggeholt. Das ist eh der gefährlichste der Gegner. Und meine Mates machen den Rest. So, wir sind jetzt bei gleich einem Drittel des Counters. Jo, haben wir schön erreicht. Da sind die Gegner leider schon wieder. Oh shit. Und der war auf der anderen Seite der Erde. Wie konnte der mich da gerade treffen? Der war da ganz drüben. Ich weiß, ich habe nur noch so minimal Damage gebraucht. Aber aus der Range dürfte man eigentlich überhaupt keinen Damage fressen. Nach meinem Erachten, weil das ist dann wirklich zu overpowered mit dem Tintenschock in der Zone, lol. Das ist halt wirklich so, Tintenschock wurde, so wie ich das gemerkt habe, extrem gebufft. Okay, einen Hit auf den. Schwarmraketen haben leider nicht den Rest erledigt. Okay. Aber okay. Das war jetzt gerade peinlich. Ich bin einfach runtergesprungen. Ich wollte eigentlich nur rüber zu ihm, damit ich ihn direkt auf kurze Distanz fokussen kann. Aber das war ja peinlich. So, Blaster ist down. Jetzt sollte die Zone mal langsam wieder unsere werden. Meine Fresse. Diese Runde ist viel zu spannend. Das ist die erste spannende Runde der drei. Aber gut, dass ich jetzt die wenigstens auf Band habe. Lol, oder? Ja, es nimmt auf. Das ist ein sehr gutes Zeichen. So, Sniper, hau ab. Du haust auch ab. Und nope. Der Sniper ist gerade leider nicht gestorben. Und ich habe schon wieder zu wenig Tinte gehabt. So, T-Tuber ist down. Sehr schön, aber der ist echt das geringste Problem. Der hat mich ja noch nicht einmal erledigt. Und das Gute ist, dass wir gerade noch punkten hier. Solange die Zone nicht neutral ist, haben wir eine gute Chance, das hier noch zu gewinnen. Und meine Fresse, wo war da schon wieder der Blaster? Das ist echt der Schlimmste.
von denen. Und der ist auch ins Wasser gesprungen. Okay, ich fühle mich dann schon wieder besser. Weil es gerade war halt echt peinlich, mit dem ins Wasser fallen. Ohne ersichtlichen Grund. Oh, der T-Tuber hat mich doch einmal erledigt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber sei's drum. Gönnen wir ihnen den Kill. Puh, viel zu spannend. Dann bis zur nächsten Runde. Oh yeah, 11 Kills und damit mit dem Splatling-Spiel aus dem Gegner-Team die meisten läuft. Ich wollte gerade eigentlich auf den Platscher SE wechseln, deswegen bin ich ja gerade rausgegangen. Dann ist mir aber eingefallen, dass die Betäubungsbombe, so nenne ich sie einfach gerade mal. Meine Fresse. Sonst kenne ich ja die ganzen Fachnamen immer. Da ausnahmsweise mal nicht. Sepitox-Bombe oder so weiter. Oder so, ne? Was laber ich eigentlich? Meine Fresse, dieses Spiel hier ist so nervenaufreibend. Das ist der erste Part, der so wirklich richtig scheiße vom Commentary her ist. Und da war doch keine Robobombe, oder? Alles klar. Kann man mal machen. So, jetzt spielen wir gerade die andere Map. Ja, mir ist gerade eingefallen, dass... Ihr wisst, was ich meine. Der Sepia-Nebel oder irgendwie sowas. Für meinen Spielstil gar nicht mal so unerheblich ist. Deswegen habe ich jetzt... Oh, fuck. Nicht gewechselt. Sehr schöner Double-Kill. Und der lässt sich auf eine Robobombe killen. Ja. Robobomben können schon echt manchmal fies sein. So, sehr schön Schwarmraketen. Habe ich und habe alle vier Gegner angeaimt. Komm. Mann, aber keiner stirbt. Hoffentlich war ich wenigstens eine Unterstützung für mein Team. Jo, wir haben zwei erledigen können. Sehr gut. So, und der Typ am Rand hat es da gerade echt geschafft, mein Mate auseinanderzunehmen. Dann räche ich ihn mal kurz. So. Die Runde läuft schon wieder deutlich besser. Oh, shit. Oh, Insta-Bombe. Insta-Bomben sind gemein. Meine Fresse. Und wo landet der? Mit dem Tintendüser? Weiß ich gerade leider nicht. Und wer aus dem Gegnerteam hat überhaupt die Rohbomben? Achso. Klar, der Junior-Flexer. Okay, macht Sinn. Ja, und die Runde haben wir dann innerhalb von nicht mal 2 Minuten gewonnen. Lief schon wieder deutlich besser, fast so wie die Runde mit dem Disconnect im Gegnerteam. Und die Runde mit dem Disconnect im Gegnerteam, die schneide ich euch an dieser Stelle dann mal rein. Viel Spaß!